Marine Science Center zählt auf dem Gebiet der Meeressäugeforschung zu den weltweit führenden Arbeitsgruppen. Die Erforschung der Fähigkeiten der Meeressäuger, Kraken und Pinguine findet auf dem Institutschiff Lichtenberg statt. Das Schiff liegt gegenüber von Warnemünde im Yachthafen Hohe Düne. Für Besucher besteht hier die Möglichkeit, die Forschung hautnah zu erleben. Das Dive Center Baltic liegt ebenfalls im Yachthafen und hat eine direkte Wasseranbindung. Mit dem Tauchboot sind es nur wenige Minuten zur Robbenstation. Ein ausführliches Briefing darf natürlich nicht fehlen. Basisleiter Christian erklärt uns die Besonderheiten, die wir bei diesem speziellen Tauchgang mit den Hundsrobben unbedingt beachten müssen. Nun aber los zu den Robben. Ups, da war die Möwe schneller und hat der Robbe den begehrten Happen weggeschnappt. Wenn es juckt, wird halt mal gekratzt. Heute teilt man die noch 33 verschiedenen Robbenarten in drei Familien ein: Hundsrobben, Ohrenrobben und den leicht zu unterscheidenden Walrossen. Der markanteste Unterschied zu den Ohrenrobben ist die Tatsache, dass Hundsrobben nicht die Vorderflossen zum Purtrieb im Wasser einsetzen. Zu den Ohrenrobben gehören Seelöwen und Seebären. Trotz bescheidener Sichtweite war es ein ganz besonderes Erlebnis, mit den Tieren tauchen zu dürfen. Und sagen bis zum nächsten Mal.